Menschen. Überall Menschen. Ich würde nicht von mir behaupten, dass ich Menschen hassen würde. Aber besonders mögen tue ich sie auch nicht. Doch wo sind meine Manieren? Mein Name ist Steven. Meine Frau nennt mich nochmal Stevie. Sie darf das. Jeden anderen würde ich dafür wahrscheinlich umbringen. Ich bin Schriftsteller. Vermutlich ist das der Grund, warum ich die Stadt so hasse. Der ständige Lärm. Wie viele Menschen. Diese Hektik. Ich brauche Ruhe zum Schreiben. Tagsüber kann ich nicht schreiben, weil all diese Menschen wach sind. Nachts kann ich nicht schreiben, weil nun alle Menschen, die tagsüber geschlafen haben, wach sind. Hey Schatz! Na? Bereit für den langweiligsten Trip unseres Lebens? Du meinst wohl für den erholsamsten Urlaub deines Lebens, oder? Ja, genau. Das ist Mia, meine Frau. Die einzige Person, auf die ich in diesem Leben nicht verzichten könnte. Und der einzige Grund, in dieser Lärmhölle zu wohnen. Doch das sollte sich nun ändern. Zumindest für ein paar Wochen. Stevie, hier ist echt tote Hose. Kein Mensch weit und breit. Schön, oder? Wieso fahren wir gleich nochmal an den Arsch der Welt? Du weißt doch, dass ich in der Stadt nicht schreiben kann. Und außerdem, ich meine, du? Ich? Eine abgelegene Berghütte? Hm? Oh, Stevie, das klingt so langweilig. Es ist noch nicht zu spät, Schatz, noch können wir umkehren. Es sollen schon Leute vor Langeweile gestorben sein. Du willst doch nicht, dass ich sterbe, oder Stevie? Komm schon, die Hütte wird dir gefallen. Adieu, du liebe Zivilisation. Obwohl sie fühlte, dass sie im Begriff war, etwas zu tun, das sie später bereuen würde, konnte sie ihren Blick nicht von dem geheimnisvollen alten Buch abwenden. Ihre Schritte hallten durch das Kellergewölbe, als sie sich vorsichtig annäherte. Geheimnisvolle alte Bücher, eine hilflose Frau, ein Kellergewölbe. Sehr kreativer Schriftsteller. Manchmal muss man etwas mit dem Klischee spielen. Die Leute mögen das. Jeder Horrorfilm bedient sich Dutzende von Klischees. Die Leute schauen keine Horrorfilme an, um eine epische Geschichte zu erleben. Sie wollen das, was sie lieb gewonnen haben, immer wieder erleben.
Natürlich in etwas anderer Form, aber die Grundzutaten bleiben stets dieselben. Genauso verhält es sich bei Horrorromanen. Naja, und was hat diese Dame in das Kellergewölbe verschlagen? Das müsstest du doch eigentlich wissen. Du bist ja schließlich selber dort hinuntergegangen. Wie? Ich spiele in deinem Buch mit? Ja. Schau, dort steht's. Zögerlich blättert Mia durch die Seiten des alten Buches. Die Seiten waren vergilbt und brüchig. Es muss sehr lange dort gelegen haben. Mia begann vorsichtig zu lesen. Naja, wenn eine Mia in deinem Buch mitspielt, muss es ja doch ganz gut werden. Okay, dann lasse ich dich mal mit einer anderen Mia allein. Ich bin hundemüde. Pass gut auf sie auf, Schatz. Ich komme auch gleich nach. Gute Nacht. Principe de las tinieblas. Tú que eres omnipotente, escucha mi pleato. Y haz de mí lo que merezco. Tu servidor por siempre. Al caer la noche, yo ya no cierre. Yo ya que al perecer, mi cuerpo tendrás mi alma. Cuando ya yo no exista, solo existirás tú. Womit ich Mia verdient habe, weiß ich bis heute nicht. Ich habe weder viel Geld, ich sehe nicht besonders gut aus und, sind wir mal ehrlich, der Vorname ist wohl auch das Einzige, was ich mit Stephen King gemeinsam habe. Mia dagegen ist hübsch, sie ist liebevoll, sie ist erfolgreich in ihrem Job. Und trotzdem liegt sie jetzt neben mir, in einer eiskalten Berghütte, weit entfernt von Partys, Einkaufsmeilen, Internet und all dem, was Mia so liebt. Eines Tages werde ich Mia mal fragen, ob sie mich heiraten möchte. Noch traue ich mich das nicht. Aber irgendwann werde ich meinen Mut zusammennehmen. Doch wie ein berühmter Schriftsteller einst sagte, es geht um die Geschichte, nicht um den Erzähler. Thank you.
Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Da sah aber jemand auch schon mal frischer aus. Ja, danke. Ich habe schlecht geschlafen. Zu viele einsame Berghütte und zu viel altes Kellergewölbe. Wir machen das so. Du machst die Augen noch mal für ein paar Minuten zu und wenn du wieder aufwachst, dann wartet frischer Kaffee auf dich, okay? Und, wie geht's der anderen Mia in deinem Buch? Die hat gerade einen Dämon beschworen. Gott, wieso das denn? Ja, dient dem Spannungsaufbau. Sowas würde ich nie tun. Aber das Buch hat schon ein gutes Ende, oder? Also, Mia besiegt doch den Dämon. Ich würde nie zulassen, dass einer Mia etwas passiert. Ich hau mich nochmal hin. Kommst du auch mit? Nichts lieber als das, aber ich muss weiterschreiben. Zu Hause bringe ich wieder kein Wort zu Papier. Na gut, dann muss ich es mir wohl allein gemütlich machen. Bis später. Schlaf gut. Kaum hatten die letzten Worte der Beschwörungsformel Mias Lippen verlassen, schon spürte sie einen stechenden Schmerz ihre Glieder durchdringen. Ihr Puls raste, ihre Adern pulsierten. Und dann war alles dunkel. Aufwachen, Mia. Woher kam diese Stimme? Mia, aufwachen. Mia öffnete langsam die Augen. Niemand zu sehen. Sie schloss ihre Augen wieder. Mia, aufwachen! Erschrocken riss Mia ihre Augen auf. Wo bist du? Presste Mia mühsam zwischen ihren Lippen hervor. Ich bin in dir! Während das Tier noch in ihrem Kopf hallte, spürte Mia eine erneute Welle des Schmerzes, die ihren Körper durchlief und mit einem langen, gequälten Schrei ihren Körper verließ. Mia ist gerade nicht hier. Ja, was ist los mit dir? Ich wiederhole mich nur ungern. Mia ist nicht zu Hause. Wer bist du? Das müsstest du doch eigentlich besser wissen. Wieso ich? Weil du mich geschaffen hast. Alles wird gut. Alles wird gut. Was ist denn los, Stevie?
Liebst du mich nicht mehr, ha? Oh Gott, Stevie, was habe ich getan? Es tut mir leid, ich... Alles in Ordnung, Schatz. Aber bitte, bitte benehm mich erstmal los. So, da wir uns nun besser kennengelernt haben, kommen wir zum Geschäftlichen. Du machst mich stark genug, dass ich diesen jämmerlichen Körper verlassen kann und vielleicht, aber nur vielleicht, lasse ich deine kleine Freundin am Leben. Wen zum Teufel soll ich das anstellen? Du hast mich erschaffen und nur du kannst mich freilassen. Und eins noch, Steven. Verarsch mich nicht. Ich spiele deine Hand mit? Zögerlich blättert Mia durch die Seiten des alten Buches. Die Seiten waren vergilbt und brüchig. Also, Mia besiegt den Dämon, oder? Ich würde nie zulassen, dass einer Mia etwas passiert. Altaia la noche. Io, Janusieri. Io, Iacheala Teresea. Mi cuerpo tendras mi alma. Quando, ja, io, no exista. Du hast mich erschaffen und nur du kannst mich freilassen. Alles klang so weit entfernt. Mia wusste, dass es ihr Körper war, doch sie hatte keinen Einfluss auf das, was sie sagte oder tat. Sie war wie eine Marionette mit unsichtbaren Fäden. Irgendwie musste es ihr gelingen, die Kontrolle zu erlangen. Noch hatte sie nicht aufgegeben. Ein letzter Versuch, aus der Gefangenschaft auszubrechen. Danach wäre sie entweder frei, oder die Erschöpfung würde es ihr gestatten, in einen tiefen Schlaf zu fallen, aus dem es dann hoffentlich ein gutes Erwachen geben würde. In Gedanken zählte Mia bis drei. Eins, zwei, drei. Dann konzentrierte sie ihre gesamte Willenskraft darauf, ihre Hand zu bewegen. Mia fühlte, wie ihre Finger sich krümmten. Etwas versuchte sie zurückzuhalten, doch sie spürte, dass sie eine Chance hatte. Nun die Augen. Eins. Zwei. Drei. Stevie? Es ist vorbei. Jetzt wird alles wieder gut. Stevie? Mein Schatz. Erinnerst du dich noch, als ich dir gesagt habe, dass du mich nicht verarschen sollst? Nein? Dann lass mich dir auf die Sprünge helfen. Ich flehe dich an, lass ihn in Ruhe! Ab an die Schreibmaschine, jetzt wird diktiert! Lass mich zuerst den Finger verbinden, sie verblutet sonst! Na dann schreib mal lieber schnell! Mia spürte, dass sie trotz aller Bemühungen keine Chance hatte... Nein! Das schreibe ich nicht! Gut, wie du meinst. Bitte lass ihn. Nimm mich und lass sie gehen! Ach, Stevie. Du weißt doch, dass ich das nicht tun kann. Du hast mich erschaffen und nur du kannst mich freilassen. Und jetzt schreib! Gut, das reicht für heute. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich fühle mich so gut wie schon lange nicht mehr. So, und jetzt ab ins Bett. Was ist denn los, Stevie? Oder liebst du mich nicht mehr? Ich bin mir sicher, Mia braucht jetzt eine starke Schulter zum Anlehnen. Und jetzt komm, sonst braucht die Schlampe im Winter nur noch einen Handschuh. Thank you.
Glückwunsch an Stevie, du willst es doch auch. Ich mag es widerspenstig. Schlag mich. Stevie, schlag mich. Schlag mich. Ah! Bitte erzählen Sie mir noch einmal genau, woran Sie sich erinnern können. Ich erinnere mich nur noch sehr dunkel. Stevie und ich sind zu dieser Hütte gefahren, damit Stevie an seinem neuen Roman arbeiten konnte. Was ist dort passiert? Ich weiß es nicht mehr. Stevie hat sein Buch geschrieben und er hat sogar die Hauptfigur noch mit benannt. Um was ging es in diesem Buch? Es war ein Horrorroman. Und zu diesem Zeitpunkt war noch alles in Ordnung? Ich glaube schon. Mir war etwas langweilig, weil echt ab vom Schuss war. Ich bin noch etwas krank geworden. Definieren Sie krank? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich erinnere mich nur sehr bruchstückhaft. Hatten Sie vielleicht Fieber oder war Ihnen übel? Das klingt jetzt vielleicht etwas seltsam, aber also ich hatte das Gefühl, nicht ich selbst zu sein.
an das sie sich erinnern. Stevie lag tot vor mir. Wissen Sie, wie er gestorben ist? Nein. Okay, Mia. Ich muss Sie das jetzt fragen. Als Sie gefunden wurden, waren Sie übel hergerichtet. Ist es möglich, dass Sie ums Leben gekämpft haben? Nein, niemals. Sie sagten, Sie waren nicht Sie selbst. Wann wurden Sie wieder Sie selbst? Ich weiß nicht, ob es nur ein Traum war, aber... Also ich hatte das Gefühl, dass etwas meinen Körper verließ. Dann bin ich zu mir gekommen und... Und Stevie war tot. Okay, Mia, es reicht für heute. Ich sehe Sie dann morgen wieder. Wir sind fertig. Dann komm mal bitte mit.